Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück bei Ark Survival. Mit dabei ist natürlich wie immer der geschätzte Kollege Rondor. New. Die tierliebe Xyranthur. Hallo. Und der beste Mr. Survival, der liebe Goro. Ach, der hatte ja schon. Battle Trouble ist dabei. Das war klar, ich hab's gewusst, aber moin. Ja, moin. Freut mich, dass wir wieder zusammenspielen. Ja, mich auch. Wie war das? Enemy mine, geliebter Feind, ne? Oh, ich hab die Kugel bald zu Hause, Leute. Ich sehe schon unser Tor. Ja, der Weg war ja nicht ganz so angenehm, ne? Nee, der Weg war nicht ganz so angenehm. Ich musste einem Alpha-Raptor ausweichen, bin dann zwei anderen normalen Raptoren in die Hände gelaufen. Das ist Hinderniskugeln gewesen, quasi. Du bist ja gerollt wahrscheinlich, ne? Aber ich bin gerollt, ja. Ich habe die mit Rollen kaputt gemacht. Warum kommt mir da jetzt irgendwie so ein bisschen Pinball in den Sinn? Ja, genau. Flipper mit 10 Dodos. Wäre bestimmt lustig. Sag mal, kann eigentlich schon irgendjemand die Sichel machen? Ja. Bist du zu Hause? Nö. Hallo, ist jemand zu Hause, McFly? Wie sieht das aus mit Murmelsattel? Kann den einer von euch? Ja. Nein. Du bist aber nicht zu Hause. Richtig. Sonst noch irgendwelche Fragen und Wünsche? Bin ich gar nicht groß genug für. Das habt ihr ja schon öfters gesagt. Ich guck mal nach. Ich glaube, ich habe noch. Du bist aber herzlos. Punkte. Ich bin ja jetzt zu Hause, mir geht es gut. So, wo haben wir den Sattel denn? Ist das so rum jetzt richtig oder ist das so rum nicht richtig? Kommt drauf an, was du machst. Ich versuche eine Wand in den ersten auf eine andere Wand zu setzen und ich kann nicht sehen, wie rum sie gedreht ist. Nee, so rum ist, glaube ich, nicht richtig. Ich verstehe nicht, dass sie da so tierische Probleme hat. Mit Q und E, ne? Oder wie gedreht? Genau. Weil bei mir sind sie immer automatisch gleich richtig. So, dann bringe ich jetzt erstmal die übrigen Kibbel wieder weg. Das muss rund sein. Das muss eckiger. Jetzt ist das so ein Arsch. Das ist unglaublich. Er setzt die genau falsch rum. Es ist so ätzend. Sondern, dass sie das nicht mal gefixt kriegen. Das, wie gesagt, bei mir funktioniert es. Ja, hier nicht. So, die wollte er jetzt ausnahmsweise. Nee, die anderen gehen ja, wenn du eine gesetzt hast. Aber die erste ist übel. Achso, so, 18 die verändern sich, ich übrig behalten. Die verändern sich teilweise auch im Sekundentakt, ohne dass du die Maus bewegst oder sowas. 18 von was? 18 Kibbel von, ich glaube, 58. Mhm. Ach, die Tür ist falsch rum. Okay. Und dafür, dass wir jetzt ein 113er Murmelchen haben, ist das eigentlich recht annehmbar, denke ich. So. Jo. So, du wirst gleich hier oben geparkt. Ach, mit super. Murmel regel ich das und gleich. Wenn du einen Übergang von Fußboden zur Ceiling hast, dann sitzt da die ganzen Wände, aber auch nur die Wände, die du dann in der zweiten Ebene hast, derart doof, dass sie auch noch 10 cm nach vorne und nach hinten überlappen. Also die eine Wand hängt ja völlig in der Luft, die ich gerade gesetzt habe. Aha. Also musst du dir mal angucken hier. Ja, das ist total scheiße aus. Die orientieren sich teilweise, wenn du die auch mit E gedreht hast, orientieren die sich auch ganz gern oder allgemein an Ceilings, die da drüber sitzen. So, ja, ich kann doch jetzt nicht meine ganze Decke abreißen. Ich kann doch nicht irgendwie, um 6 Wände zu setzen, irgendwie nochmal irgendwie 12 Ceilings neu setzen. Das kann doch nicht Sinn der Sache sein, ne? Oder? So. Das ist mal gucken. Was brauche ich für den Sattel? Oh, da muss ich, glaube ich, hier ran. Bonewoodheit. Ja. Oh, ey. Du kannst es nicht vorher sehen. Das sieht so scheiße aus. Ich kann jetzt echt alles, ich kann das halbe Haus abreißen, nur um hier ein paar Innenwände zu setzen. Ne? Das sieht so scheiße aus. Kannst du dir gar nicht vorstellen. Upala, ich sollte mich ein bisschen leer machen mal. Weil du kannst es auch leider nicht sehen, wie er das ausrichtet. In dem Augenblick, wo du die Maustaste drückst, dreht er sie genau wieder anders oder so. Mhm. Du kannst es nicht sehen. Das ist in der Tat noch ein bisschen schwierig. Ja, aber warum passen sie das nicht mal an, anstatt irgendwie den 37. Dino mit einzubauen? Irgendwie? Das ist auch irgendwie auch wichtig hier.
Weil Dinos cool sind. Ja, vielleicht haben sich ja auch... Wände auch. Ja, aber vielleicht haben sich nicht genügend Leute darüber beschwert und du bist der Einzige, den das jetzt so extrem nervt. Was ich mir nicht vorstellen kann, aber... Ja, aber es sieht echt scheiße aus. Die eine Wand hängt 10 cm über der anderen, ne? Mhm. So, was wollte ich denn? Ach ja, den Sattel wollte ich noch machen. Wie geht es denn dir, meine Kleine? Dir geht es gut. Das ist schön. Jetzt sieht das 18 mal Mittel richtig aus. Dann brauche ich hier noch Stein, war das? Ja. Ich krieg das Kotzen. Ne? Der hat mir 2 Wände aneinander geklatscht, obwohl das eindeutig zu sehen war, dass sie die links von dieser Wand baut. Ich habe jetzt eine doppelte Wand. Ja, aha, das habe ich auch schon gehabt. Das kann echt nicht angehen. Okay, ich werde hier keine Wände mehr hinbauen. Damit hat sich das Ding hier an dieser Stelle erledigt. Dann bleibt das halt offen. Ja, jetzt kann ich wissen, jetzt. Nee, wirklich nicht. Das ist ja dämlich, ist das ja. Da bist du ja blöd bei. Wie gesagt, ich hatte bis jetzt zum Glück noch nicht so das Problem gehabt damit. Also das ist hier gerade der... Also schlimmer kann man es eigentlich gar nicht programmieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, doch. Du weißt doch, sag nichts, was du nicht zurücknehmen kannst. Halt mal. So. Jetzt sollte es hier soweit sein. Sattel! Du hattest wieder diese Verzögerung drin. Du hattest wieder diese Verzögerung drin und das klang sehr lustig. Sattel! Ich schweige. Nein, nicht schweigen. Ja, schweigen ist in dem Fall besser als alles andere. Ja, aber selbst wenn du verzerrt bist, ich höre dich trotzdem gerne. Was lacht ihr denn jetzt? Du weißt, dass du dich wie dieser Hund anhörst, wenn du... Ja, damit kann ich leben. Ja, genau. Ich wollte es nur sagen. Finde ich, klingt gut. Hat was. Ihr seid so bösartig. Sind wir überhaupt gar nicht. Mm-mm. Also wenn wir jetzt die Zuschauer draußen fragen, die werden mir bestimmt zustimmen. Die Zuschauer werden sagen, sie passen sich nur dem Niveau vom Bad an. Gar nicht wahr. Doch. Das würden sie nie sagen, weil das nicht so ist. Nee, hast du recht, dem Niveau würden die sich nie anpassen. Oder wie wolltest du das formulieren gerade? Nein. Er überlegt jetzt selber, wie er da wieder rauskommt. Ja, ich glaube auch. Nein. Ist schwierig, da wieder rauszukommen. Ich sage schier unmöglich. Ach, dazu sagst du wieder was. Ist klar. Ja, mir ist gerade eingefallen, dass ich schweigen wollte. Also ich würde mal sagen, es ist schier unmöglich, da wieder rauszukommen. Aber wir haben noch 12 Minuten Zeit in dieser Folge. Warten wir doch mal ab, was er daraus macht. Das finde ich. Ich finde es schön, dass das jetzt so noch so am Anfang der Folge passiert ist. Weil wäre das zum Ende, dann hätten wir gar nicht so viel Spaß daran jetzt. Das stimmt. Also Bad, hau rein. Genau, das ist. Ich kann da jetzt nicht drauf eingehen. Ich brauche Eisen. Das kannst du auch so machen. Das sind die Zeiten, wo man dann nach der Aufnahme zurückblickt und sich sagt, ach, die kommen nie wieder. Genau. So, ich räume jetzt die Murmel noch mal ein bisschen leer. Und dann... Und dann wird gemurmelt. Dann wird gemurmelt. Wahrscheinlich, ne? Denke ich hier. Ja, also erstmal wird eine Runde gemurmelt, auf jeden Fall, weil eine Murmel muss eingemurmelt werden. Mhm. Soll ich schon mal ein Loch buddeln oder so? Du kannst mir eine Rampe hinstellen. Mal macht man doch, die haben das immer noch nicht gemacht, nur dass sie mit Dodos gekegelt haben. Nein, mit Dodos wird auch nicht gekegelt, das ist böse. Nein. Aber lustig. Ja. Es ist nein, ja. Es ist immer interessant, was Xyra so böse findet und im Gegenzug aber auch so viele böse Sachen machen kann. Also aber mit das, Do- das stimmt nicht. Also, gut, ich meine, hast recht, ne? Mit danke. Dodos kegeln ist böse, aber wenn die falsche Farbe haben, müssen sie weg. So sieht das aus. Nein, so ist das ja gar nicht. Wie so denn? Böse bin ich nicht. Wie wäre das denn? Naja. Wir lauschen. Ihr kegelt mit Dolos? Welche Farbe haben die denn? Ja, so blau, schwarz. Ach so, ja, weitermachen, Jungs. Ich verstehe mir das vor. Nein, so ist das gar nicht.
Ihr dürftet selbst mit rosa Dodos nicht kegeln. Und wenn wir es trotzdem tun? Dann seid ihr böse. Das sind wir aber von Haus aus, also jetzt nicht so ungewöhnlich. Oh, ich sehe hier gerade an die Nicole beim Fressen. Danke. Das sieht voll knuffig aus. Stimmt. Die, man hört richtig kauende und schmatzende Geräusche hier, wie die Blätter abfressen. Das kenne ich. Das sieht voll süß aus. So Leute, aua. Alle die jetzt bei mir auf dem Kanal sind, wir murmeln die Murmel ein. Hui! Hui, ja, ja. Achtung, ist jemand von euch zu Hause? Nein. So, okay. Also wo so viele Pflanzenfresser sind, dürft ihr eigentlich kein Krokodil rumrennen, oder? Ah. Ne? Verlass dich nicht jetzt, drauf. Jetzt der Strahl gerade weg. Eigentlich wollte ich jetzt nochmal schnell los und ein bisschen Obsidian farmen, aber jetzt murmel ich hier gerade so schön. Will ich im Lager landen jetzt irgendwie, wenn du da am Rummurmeln bist? Wie bitte? Will ich im Lager landen? Mein Flugsaurier fliegt schief. Du möchtest doch nicht mal außerhalb des Zauns sein. Dein Flugsaurier fliegt schief? So, ja. Hier bekommst du noch ein paar. Oh, wo bin ich denn jetzt? Hallo? Gibt es eigentlich schon irgendwelche Infos, welche Dinos als nächstes kommen? Nö, aber sie wollen es wohl so weit runter reduzieren, dass nur noch ein Dino in der Woche maximal zwecks Neuerscheinung. Ob der jetzt implementiert wird, das steht noch in den Sternen, aber es soll jetzt nicht mehr so unregelmäßig so viele neue Dossiers kommen, ja. Sondern nur jeden Montag ein neues Dossier. Mhm. Apropos, habt ihr das schon, also das mit den, dass sie nicht so viel Updates mehr bringen wollen, also nicht so schnell hintereinander, das habe ich auch schon gelesen. Aber habt ihr das auch schon gelesen, dass schon ein DLC in Arbeit ist? Nö, ist mir jetzt neu. Also sie wollen ab nächsten Jahr war das gewesen, von wegen, dass nicht mehr so viele Updates kommen sollen, so schlagartig. Okay. Mhm. Und dann soll aber auch kurz, und dann soll aber auch schon kurz darauf soll ein DLC erscheinen. So, und du hast genug. Okay. Aber man müsste das Spiel auch erstmal fertigstellen, bevor ein DLC kommt. So stand das da auf jeden Fall in den News drin. Ja, gut. Aber was soll in dem DLC drin sein? Das weiß ich nicht. Dinosaurier oder? Keine Ahnung. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wir werden nachher gleich mal, wenn wir fertig sind mit Aufnahme, werde ich mal gucken, ob ich die Nachricht nochmal finde. Man könnte natürlich ein DLC machen mit einem großen Asteroiden, der einschlägt und alle Dinosaurier vernichtet und danach macht man nochmal einen Dinosaurier-Deals. Das ist eine unendliche Kette. eine Geldmaschine ist das. Jetzt weiß ich, was die vorhaben. Genau. Das ist jetzt schon, diese Aufnahmesession ist das schon deine zweite gute Idee, ne? Das ist beängstigend. Ja. Ich bin auch. Keine Ahnung. Schockiert über deine... Was? Ich bin ein bisschen schwindelig, macht mich gerade. Oh Mann, ey. So. Ich brauch noch Eisen. Ich brauch so viel Eisen. Eisen brauchst du? Ich bin gerade mit einem Vogel oben im Vulkan. Magst du mir mal... Oh, da ist ein Kanu. Ach, Eisen wäre überhaupt auch mal eine gute Idee, ja. Das stimmt. Will eigentlich hier hauptsächlich Obsidian erstmal mitnehmen. Das habe ich befürchtet. Was denn? Ich greife ein Kanu an. Wo bist du denn? Oh, nee, er ist schon tot. Das war ja eine komische Panik. Ja. Ich konnte das Level nicht sehen, aber der war nur Level 40 gewesen. War das vielleicht ein bisschen Panik vor der Panik? Ja, so ungefähr. Es gibt ja tatsächlich eine psychische Störung, in der hat man eine Angstphobie. Also man hat panische Angst davor, Angst zu haben. Aber echt? Das ist doch ein endloser Kreis. Ja, das ist doch aber ein endloser Kreislauf. Hupala, was ist denn hier los? Hupala, das ist das zweite Mal heute, ne? Oder? Ja, es tut mir leid. Nee, ist okay, ich finde das knuffig. Das beruhigt mich jetzt irgendwie schon ein bisschen. Das war Xyras Ziel. Macht mir Angst, dass es so ist, aber... Wow. Meine wo Karotten findet man jetzt gehen ab. Was geht ab? Meine Karotten.
Wo rennen sie denn hin? Nee, ja, wo laufen sie denn? Die Karotten kamen gerade genauso wie die Bäume, dass sie halt ein bisschen freakig waren. Mhm. Kannst du auch Pilz sein? Wie war das? Hm. Haben die Karotten irgendwie, sind die rot mit weißen Flecken? Oder haben die einen ganz dünnen Stiel und haben nur klar quasi wie so eine kleine Haube, solche braun? Nein, das ist kein Bett. Wer hängt denn hier rum? Hier zähmt doch jemand. Nee, ich bin hier am Obsidian-Farm, mein Lieber. Ach, du auch? Also, Dame. Guckt euch das mal bei mir in der Folge an. Darf ich mir ein bisschen was mitnehmen davon? Ja. Okay. Also ich bin hier auch gar nicht in dieser Sekunde müsste ich eigentlich in Flatterchen greifen, das Obsidian mitnehmen und wieder weggehen. Das war unpräzise formuliert. Darf ich mir ein bisschen was mitnehmen? Wäre eigentlich schon, ja. Nee, ich brauch Metall. Warte mal, Metall kriege ich mit der Axt oder mit der Pickaxe? Pickaxe. Ah, alles klar. Pickaxe. Nee, ich brauche das Metall, lasse ich ja alles stehen. Ich will wirklich nur Obsidian mitnehmen, weil Metall habe ich echt viel. Vielleicht ein paar Kristalle, wenn ich schon mal hier bin. Oh verdammt, ich habe Hunger und ich habe nichts zu essen dabei. Mensch, wenn du jetzt jemanden kennen würdest, der 24 Fleisch in der Tasche hat, aber so? Warte, ich komm mal hin zu dir. Zufällig jemand 24 Fleisch in der Tasche? Ja. Warte mal, ich krieg dir mal eben die Hälfte ab hier. So, bitteschön. Oh, danke schön. Na gut, dass ich hier bin. Nächstes Ziel wird bei mir Aufzug sein. Weil du weißt ja, Pat wäre jetzt nicht gleich losgelaufen und hätte dir... Ja, das weiß ich. Und wenn nein, er nur nein, nein, stopp. Das was könnt denn? Ihr so nicht sagen. Da muss ich Bad jetzt ein bisschen in Schutz nehmen. Bad hätte nur wieder 10 Stunden lang eine Ausrede gesucht, warum er nicht loslaufen muss. Ja, okay. Ich aber wusste er hat jetzt schon, warum ich mein Danke zurückhalte. Oh, komm. Ach ja. So. Damit hätten wir auch noch ein paar Kristalle. Was brauche ich zum Reparieren? Du hast nicht zufälligerweise ein Holz und 5 Thatch in der Tasche? Nee, ne? Nee, zufällig habe ich mich komplett leer gemacht, bevor ich hierher gekommen bin. Aber ich kann die Kristalle geben. Kristalle ist aber gut, da würde ich dir irgendwann bei Zeiten vielleicht ein bisschen was abschnacken. Wobei, nee, unnötig. Ich muss sowieso auf den Vulkan hoch, beziehungsweise hier Vulkannähe, weil ich Metall farmen muss. Ich will mir nämlich irgendwann demnächst mal sowas wie so ein Fabricator hier langsam hinstellen. Ja, sowas hätte ich langsam auch gerne, aber... Sag mal, wo ist denn hier das ganze Obsidian? Hier war mal überall. Jetzt schwören kann ich Ameisen gehört. Er hat es doch gerade eben angekündigt, also. Ja, gut. Nein, ich habe nur Metall geholt. So, jetzt sind wieder 3 Folgen vergangen und ich habe mein Dach immer noch nicht fertig. Was hast du denn die ganze Zeit gemacht? Ja, eben. Ja, zuerst habe ich Fiber mit Hand gefarmt. Dann war mir das so doof, dann wollte ich Metall suchen und das Metall habe ich immer noch nicht zusammen und ach. Ja. Weil du keinen Vogel hast. Wir geben nochmal zu Protokoll, dass Bad auf dem Bau arbeitet. Ich kann das nicht oft genug erwähnen. Bad wartet auf den Tag, an dem irgendwie ein gezähmter Vogel auf seinem Schlafzimmerteppich liegt und noch so die eine oder andere, das ein oder andere Stück Fleisch aushustet oder sowas. Ich weiß nicht. Ich meine, du hattest einen Vogel bei dir. Ins Haus gebracht und den tötest du. Das ich, ist echt. Dafür könnte ich ihn immer noch meucheln. Kann man's nicht mehr haben. Dafür könnte ich ihn immer noch meucheln. Ach, stell ihn nicht so an. Ja, du, ich hab meine Petra. Ja. Ich hab mein Flatterchen. Ich hab Petri. Und Höhle? Und wen hast du? Genau, so sieht das aus. Ach, ich unterhalte mich gar nicht mehr mit euch. Was bad. Du, aber nicht ganz ehrlich, ne? Wenn du jetzt den ersten Dino ablehnst, ne? Wenn halt nächstes Mal, wenn du dich einloggst, ein Kano bei dir in der Hütte steht, ne? Dann nimmst du den aber und beklag dich nicht.
Kann man da was arrangieren, Goro? Meinst du, wir kriegen das hin? Ja. Sag mal, Goro, hast du schon mal drüber nachgedacht, was beim letzten Mal passiert ist, als du das immer gemacht hast? Ist dir schon mal aufgefallen, was passiert ist, als du beim letzten Mal unter mir hingst? Hast du gerade auf mich geschossen? Nein. Bist du dir sicher, dass du das machst? Nee, du hast dir selber in den Rücken geballert. Sich selber in den Rücken? Sache. Wie hat er denn, hat er sich so schnell im Kreis gedreht? Oder wie macht man das? Das ist wirklich sehr fragwürdig. Das sieht auch sehr fragwürdig aus gerade hier. Ja, deswegen bin ich ein klein wenig schockiert. Wenn ich da reinschieße? Ist das nur so ein Gedöns? Ist merkwürdig gerade, aber ich brauche probier... 50 Steine? Nee, brauche ich nicht. Das würde ich... Nein. Bist du dir sicher, dass du mal weitermachen möchtest? Nein. Sicher? Ganz sicher. Ups. So, jetzt bring mich mal zurück. Ich will noch was schaffen hier. Die Folge ist eh vorbei. Ich wollte gerade sagen, in den 2 Minuten jetzt wahrscheinlich noch Aufnahme am Laufen haben, schaffst du eh nichts mehr. Jetzt darf ich mir die nächsten 4 Folgen erstmal anhören. Nee, ich habe ja nur nichts geschafft, weil Goro mich hochgehoben hat. Als wenn ich sowas sagen würde. Ja, auch so. Ja, ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Ja, auf dem Bau ist man ja Verzögerung gewohnt. Entschuldigung. Das stimmt. Ey, aber er kann mir nicht widersprechen. Ja, was soll ich dazu sagen? Körperliche Arbeit braucht nochmal seine Zeit. Wie sah noch dein Tag aus? Warte mal, ich guck mal eben. Ich fand, das war noch ein ganz gutes Gegenargument. Ja, es ist auch ein gutes Gegenargument, aber wie viele Folgen setzt du jetzt dran? Wie viel Zeit willst du denn noch haben? Ja, mir fehlt der Kran, weißt du doch. So, jetzt kann ich auch langsam mal nach Hause. Du meinst sowas wie ein Flugsaurier, wo man von oben mit hätte ranfliegen können. Ja, bequem. Okay, Punkt für dich. Bequem hast du es. Guck mal, hier draußen fliegt einer rum, direkt über deiner Hütte. Wenn du ihn... Na, jetzt nicht mehr. Also aber wenn er schon doch, nehmen, dann müsste er das ist so, Hütte hängt, das, ne? das ist so aufwendig. Da müsste er mit dem Arm nach greifen. Das geht nicht. Der jetzt ungelogen, wäre er oben auf sein Dach gewesen mit Betäubungspfeilen, der hätte den so abschießen können, der wäre direkt in seiner Bude gelandet. Du musst doch den Bogen spannen und alles. Das ist doch anstrengend. Also ganz ehrlich, den Aufwand würde ich mir jetzt auch nicht machen wollen. Also wenn der nicht schon... Wenn der nicht schon zu mir angeflogen kommt und sagt, nimm mich, dann will ich den auch nicht irgendwie so. Wenn der nicht schon angeflogen, wenn der nicht hier schon angeflogen kommt und sagt, oh, ich bin so müde. Ja, genau. Großzügig, wie Bert hier gebaut hat. Kann direkt in seine Hütte fliegen. Bis nach unten. Warte, ja, Sekunde, wir müssen. Ich bin auf dem Weg, das will ich mir angucken. Ja, ich bin auch gleich zu Hause. Oh, jetzt okay, bin ich unter der Hütte. Großes Treffen war Bett unter der Hütte. Genau. Das will ich jetzt sehen. Was? Ah, okay. Ach, bist du schon da? Also, ich brauche noch so 30 Sekunden. Ja, ich sehe, die haben schon Spaß zusammen. Okay, das hat sich bei mir noch nicht Scheiße, mein aufgebaut. Bogen ist kaputt. Jetzt kriege ich dich. Ah, jetzt baut sich hier so langsam Du kriegst mich aber nicht auf. So Leute, wir müssen die Folge aber jetzt beenden. Sagt wer. So, dann bedanke ich mich fürs Einschalten, schreibt Kommentare und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Runde mit Ark. Wo versteckt er sich denn? Unten, da kannst du so runterfliegen. Ach, jetzt seid ihr beide mit Vögeln da, oder was? Okay, ja, also natürlich. So und dann so. Ja, ah, ja, ich bin auch drin. Ja. Wo ist er denn? Herrlich. Guck der alte Sausack. Hab ihn. Schön. Oh, das ist gut. Kann man in der Luft fangen spielen? Scheiße, jetzt aber, bin aber ich Goro, festgebackt. Wo waren wir das mal ausprobieren? Wenn du, sag mal, angenommen, du fliegst 300 Meter hoch und du droppst ihn dann und ich fange ihn bei 200 Meter wieder auf, ob das geht. Das klingt nach, wir mal aus. Das klingt nach einer Menge Spaß, ich bin dafür. Sag mal, Bad, ich bin nicht dafür. Wie ist das eigentlich so, wenn man hier nur Flugsaurier in der Hütte hat, aber keiner gehört einen davon? Oh, ich könnte jetzt was Böses sagen, aber das wäre schon wieder... Okay, wir wollten nämlich Schluss machen, ne? Na gut. So, dann setze ich mich mal hier auf mein Dach und dann
Der kommt da unten aus der Hütte jetzt aber auch nicht raus, ne? Nee, da ist er jetzt feige. Ja, wir müssen die Folge beenden. Genau. Ja. Haha. Um es mit Nelson mal zu sagen. Dann bin ich jetzt... Ja. So. Dann, ja, schaut doch einfach mal bei Bett rein, wenn ihr sehen wollt, wie das unter seiner Hütte aussieht. Ja, und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Auf jeden Fall. Ich denke mal. Tschüss. Und tschüss.